Werner Neubauer von der FPÖ ist der Nächste. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, es ist traurig, dass man bei einer Sitzung, wo es eigentlich um ein wichtiges Thema in Österreich geht, nämlich um das Pensionssystem, eigentlich damit konfrontiert ist, dass man Aussagen unsachlichster Natur aufnehmen muss und sich damit dann auseinandersetzen muss, wie das die Kollegin Schwendner heute leider im negativen Beispiel dargeboten hat. Frau Kollegin Schwendner, Ihre Aussagen sind für mich nicht nachvollziehbar. Sie scheinen offenbar ein durchaus schlechtes Gewissen zu haben. Aus solchem heraus sind Sie getragen, diese Aussagen, und Sie scheinen offenbar hoffnungslos in Ihrer Tätigkeit überfordert zu sein. Anders ist das nicht zu verstehen, was Sie heute von sich gegeben haben. Ich darf Ihnen deshalb einiges dazu sagen an Klarstellung. Sie haben einen Vertagungsantrag der Freiheitlichen im Ausschuss, den der Kollege Kickl eingebracht hat, nämlich mit dem Hintergrund, dass man in dieser Thematik der Luxuspensionen noch weiter verhandeln möge, zugestimmt. Wissen Sie, Frau Kollegin Schwendner, wann dieses Gesetz in Kraft tritt? Mit 01.01.2015. Das heißt, wir hätten noch über ein halbes Jahr Zeit gehabt, jetzt das wirklich nachzuverhandeln. Was jetzt am Tisch liegt, ist für uns nicht akzeptabel. Da können Sie noch so viel schreien, da können Sie noch so viel Unsachlichkeit einwerfen. Es wird nicht besser, Frau Kollegin. Und eines kann ich Ihnen sagen, weil Sie gesagt haben, wo waren Sie? Der Herr Bundesminister Hunsdorfer hat im Ausschuss mehrfach die freiheitliche Fraktion vertreten durch unseren Nationalratsabgeordneten Kickl im höchsten Maß für seinen Einsatz um dieses Gesetz gelobt. Ja, da waren wir. Wir waren da und haben uns eingebracht in einem Ausmaß, wie es Sie bis heute nicht geschafft haben. Ich hätte gern gewusst, was Sie von dieser Regierung bekommen haben, dass Sie heute diesem unsäglichen Gesetzesentwurf überhaupt zustimmen. Das legen Sie auf den Tisch, dann können wir weiterreden. Sie haben heute mit dieser Entscheidung, diesen Entwurf zu unterstützen, die soziale Kompetenz der Grünen zu Grabe getragen, Frau Kollegin Schwendner. Und einem Kollegen Oellinger wäre das nie passiert, das kann ich Ihnen sagen. Weil Sie müssen den Menschen draußen jetzt erklären, warum ein Durchschnittspensionist in Österreich 1.050 Euro bekommt und Sie einem Gesetz für Luxuspensionen für 9.050 Euro zustimmen werden, mit Möglichkeiten für eine ASVG-Erweiterung nach zügige 3.000 Euro, wo wir dann bei 12.000 Euro sind, Frau Kollegin Schwendner. Das ist untragbar, wie Sie hier Ihre soziale Kompetenz zu Grabe getragen haben. Und Herr Kollege von der SPÖ, ich habe mir gestern eine Fernsehdiskussion angesehen zum Thema Luxuspensionen, in der unter anderem der Herr Molzi von der Sozialistischen Jugend teilgenommen hat. Der hat Ihre eigene Partei massiv kritisiert und Sie werden es Ihrem Klientel erklären müssen, warum Sie bei einer Luxuspension von 9.000 plus 3.000 Euro das als höchste mögliche Gesetzesgrundlage für Österreich ansehen, und den Pensionisten werden Sie erklären müssen, warum Sie mit 1.000 Euro Durchschnittspension in Österreich auskommen müssen. Das werden Sie nicht zusammenbringen. Das werden wir den Menschen aber in Österreich auf jeden Fall auch sagen. Wir Freiheitlichen bekennen uns zum staatlichen Pensionssystem, wiewohl wir seit Jahren massive Kritik an den einen oder anderen Punkten immer wieder auch zum Ausdruck gebracht haben. Wir haben immer wieder auch kritisiert, dass zum Beispiel die jährliche Pensionsanpassung unter der Inflationsrate gesetzeswidrig ist. Denn das hat auch Professor Marin festgestellt, sie wird jedes Jahr mit einem Trick, einer Abänderung unter der Inflationsrate angeboten, und unsere Pensionistinnen und Pensionisten müssen darunter leiden. Wir haben auch in den letzten Jahren öftere Anträge eingebracht, wo es darum ging, dass man bei den Luxuspensionen auch einen Ausstieg in Form einer Optierung möglich machen muss. Komischerweise haben alle diejenigen, die heute großartig die Luxuspension verteidigen, auch diese Anträge immer der FPÖ abgelehnt. SPÖ und ÖVP haben sich hier hervorgetan, auch diese Anträge immer wieder abzulehnen. Es muss uns klar sein, und ich denke, wir sind uns darüber einig,
dass das Pensionssystem in Österreich hauptsächlich darauf in Zukunft fußen kann, wenn wir die Arbeitsmarktpolitik in den Griff bekommen. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von 370.000 Arbeitslosen. Dadurch ist das System massiv gefährdet. Und Herr Bundesminister, wenn Sie uns in der letzten Sitzung gesagt haben, das Pensionsantrittsalter steigt, bereits jetzt mit dem Monitoring, dann darf ich Ihnen sagen, auch hier haben Sie die Unwahrheit gesagt, es steigt nicht. Sie haben uns hier die Unwahrheit gesagt, dahingehend, dass Sie die Leute nur statistisch abpacken, aber das Pensionsantrittsalter, das hat auch Dr. Schuh gesagt, steigt nicht. Deshalb sind hier weitere Maßnahmen angesagt.